Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute reden wir mal wieder über Volatilität, aber nicht über die Theorie beim Volatilitätshandel, sondern heute gehen wir mal in die Praxis. Ihr wisst, es gibt diese ganzen Volatilitäts-ETNs, Exchange Traded Notes. Problem dabei ist, wir dürfen die als Privatanleger eigentlich gar nicht mehr handeln. Wie machen wir das jetzt trotzdem, wenn wir die umsetzen wollen? Und ich zeige euch heute mal zwei Lösungswege, wie es doch relativ einfach machbar ist. In diesem Jahr hat sich ja für uns Privatanleger etwas geändert. Ihr kennt alle diese Volatilitäts-ETFs, ne? Also hier den VXX oder den UVXY, vielleicht auch noch den SVXY. So, also die sind alle Long-Vola und der ist Short-Vola. Und bislang waren das sehr, sehr schöne Handelsinstrumente, ne? Und viele haben die auch genutzt. Das heißt, man konnte die beispielsweise nutzen, wenn die Volatilität sehr nach oben geschossen ist, dann hat man eben diese beiden hier leer verkauft oder auch man ist in den hier long gegangen. Also gab es verschiedene Methoden. Jetzt gab es Anfang des Jahres, ja im Februar, diesen Einschlag an den Märkten, der die Volatilität so hoch getrieben hat. Da hat es diesen ersten Vola ETF, das war damals, oder ETN, das war der XIV, den hat es zerlegt. Der ist über Nacht quasi wertlos geworden. Und als ob das nicht schon für einige Händler schlimm genug war, kam danach noch unsere Regulierung, und zwar MiFID II. Und aufgrund dieser Regelung können wir als Privatanleger diese amerikanischen ETNs nicht mehr handeln. Ne? Das heißt also, wenn ihr die jetzt in euch, bei euch zum Beispiel bei eurem Broker anschaut, in der TWS, dann seht ihr dahinter immer so ein kleines rotes Zeichen. Und dieses kleine rote Zeichen bedeutet, ihr dürft die als Privatanleger nicht mehr handeln. Wenn du ein professioneller Anleger bist, wenn du so eingestuft bist bei deinem Broker, hast du überhaupt kein Problem, kannst du die immer noch handeln, aber du darfst sie eben nicht mehr als Privatanleger handeln. So, und jetzt ist es natürlich aber so, immer mal wieder springt ja die Volatilität an, sodass gerade dieses Produkt hier, der VXX oder auch sein Nachfolgeprodukt, ne, ihr wisst alle, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber hier der VXX, den gibt es nur noch bis Januar 2019. Wie geht es eigentlich dann weiter? Thema in einem der nächsten Videos. Aber den kann man natürlich super schön verkaufen, wenn es gegen uns läuft. Und das Tolle war ja auch immer, dass man den schön skalieren konnte. Also man konnte den super skalieren. Ein Stück konntest du bereits handeln, aber hey, jetzt darfst du das nicht mehr. Und was kannst du jetzt trotzdem machen? Wie geht das trotzdem noch? Und ich will euch einfach mal hier eine Möglichkeit oder zwei Möglichkeiten zeigen, wie ihr das immer noch machen könnt. Fangen wir mal an. Möglichkeit Nummer 1. Und die kennen die meisten von euch, die hier auf diesem Kanal sind. Das ist ganz klar. Ihr dürft weiterhin die Optionen auf diese ETNs handeln. Ne? Also das heißt hier, Optionen gehen weiterhin. Und das bedeutet auch, wenn ihr den unbedingt kaufen wollt, dann kauft ihr einfach einen im Geld liegenden Call beispielsweise, oder wenn ihr ihn verkaufen wollt, dann kauft ihr einen im Geld liegenden Put, und dann könnt ihr dieses Underlying bekommt ihr dann ins Depot gebucht und habt die dann drin. So, als ob ihr sie regulär erworben hättet. Das ist also so ein kleiner Trick, wo man das Ganze umgehen kann. Oder genauso, wer zum Beispiel jetzt sagt, hier im VXX, da schreibe ich jetzt Short Calls, und wenn die halt ins Geld laufen, dann bekomme ich sie dann Short eingebucht, 100 Stück, und habe dann den von mir gewünschten Leerverkauf. So, das heißt, mit Optionen ist das relativ simpel machbar. Was ist allerdings das Problem an der ganzen Sache? Das Problem ist die Größe. Der VXX beispielsweise steht jetzt aktuell, wo ich hier dieses Video aufnehme, so im Bereich von 33, sagen wir 35, okay? Roundabout 35. So, und das bedeutet, du, wenn du hier 100 Stück handelst, und mit einer Option handelst du ja immer 100 Stück, bedeutet das, du bekommst eben einen Gegenwert von, angenommen du bist die Dinger jetzt short, von 3.500 Dollar ins Depot gebucht. Jetzt kann man sagen, okay, 3.500 Dollar, das ist doch gar nicht so viel. Stimmt, aber wir müssen immer davon ausgehen, dass diese Volatilitäts-ETFs oder ETNs, ETN, dass die sich extrem bewegen können. Ne? In der Finanzkrise 2008, da gab es die noch nicht. Es gibt aber Rückrechnungen, da hätten die sich verfünffacht. So, jetzt wollen wir mal gar nicht vom Verfünffachen ausgehen. Wir wissen, wenn man diesen ETN langfristig short ist, wird man Geld verdienen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber stell dir mal vor, du gehst bei 35 short, 100 Stück, und jetzt verdoppelt er sich nochmal.
dann liegst du 3.500 Dollar hinten. So, jetzt kommt es auf deine Kontogröße an. Hast du ein 100.000er Konto, sind das 3,5% und du sagst, okay, was soll's, nicht so tragisch. Ne? Hast du ein 10.000er Konto, sind das 35%. Ist das dann tragisch? Ich glaube schon. Das heißt also, die Option mit den Optionen, also die Möglichkeit, das mit Optionen zu machen, die kann man eigentlich erst vernünftigerweise nutzen, wenn man ein etwas größeres Konto hat. So, kann sich jeder jetzt von euch selber ausrechnen, geht immer von einem Worst Case aus, geht also immer davon aus, es passiert irgendetwas völlig unerwartet, das heißt, verdoppelt sich nochmal, vielleicht verdreifacht sich sogar nochmal, halte ich das dann sowohl finanziell in meinem Konto als auch mental im Kopf aus. So, jetzt wird es der eine oder andere geben und sagen, ja, du kannst ja dann auch Teile wieder abverkaufen, das stimmt, aber wir können es noch viel, viel einfacher machen. Und das ist die zweite Variante. Und da wird jetzt wahrscheinlich der eine oder andere sagen, was, sowas geht auch. Und klar, es geht. Und zwar, und da werdet ihr euch vielleicht wundern, warum ausgerechnet das geht. Und zwar hier CFDs. Und zwar nicht irgendwelche CFDs und zwar auch nicht bei irgendwelchen Brokern, sondern bei den Brokern, wo ihr ja ohnehin seid. Und ich wette mal, dass 99% der Leute, die hier zuschauen, okay, 98% der Leute, sind bei Interactive Brokers oder einem der angeschlossenen oder dazugehörigen Broker, ne? Also die sogenannten Introducing Broker, die deutschen Service Broker, die es da gibt. Lynx Broker, CapTrader, Agora Trading, ne? Also bei diesen. So, es gibt auch welche, die in Amerika sind. In Amerika gibt es keine CFDs. Also da müsst ihr ein bisschen darauf achten, wo die sind. Aber wenn ihr hier bei einem der drei genannten seid, dann habt ihr da CFDs. Und diese CFDs, die sind sensationell und zwar aus folgendem Grund. Was ist eigentlich immer so das Problem bei CFDs? Das Problem ist doch immer das, dass man sagt, du handelst gegen den Broker, die werden schlecht gepreist und so weiter und so fort. Ne? Und da kann man jetzt darüber diskutieren, da gibt es gute und schlechte Broker, aber ein bisschen ungutes Gefühl hat man doch immer mit CFDs. Und jetzt kommt aber Folgendes. Bei Interactive Brokers in der TWS macht bitte mal Folgendes. Legt euch mal in eine Kurstafel hinein, den VXX als Beispiel, und wählt darunter sofort noch den CFD aus. Das heißt, ihr gebt einfach ein VXX, dann einmal die Aktie. Ja, als Aktie wird es ja angewiesen oder ausgewiesen. Und dann macht ihr unten gleich nochmal den CFD dazu. Und da werdet ihr Folgendes feststellen. Die Preise sind 100% die gleichen. Das ist 100% das Gleiche. Selbst die Bid-Ask-Spannen und auch die Bid-Ask-Volumen sind auch zu 100% die gleichen. Und jetzt ist was Tolles. Diese könnt ihr ja dann wieder stückweise handeln. Das heißt, wenn ihr einen CFD handelt, ist es genau das Gleiche, als würdet ihr einen VXX handeln. Und jetzt könnt ihr wieder skalieren. Das heißt, ihr könnt wieder sagen, hey, meine Kontogröße, da würden halt 10 Stück passen. Und andere sagen, na, bei mir erstmal nur 5, ist mein allererster Trade. Oder ich lasse mich nach und nach einstoppen, wie auch immer. Ne? Und das geht mit diesen CFDs bei diesen genannten Brokern. Ich bekomme übrigens kein Geld dafür, dass ich hier das sage. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, hier es ist eine Produktempfehlung. Also hier, wer Disclaimer jetzt will, bla bla, ne? Alles mit dabei. Aber da funktioniert das ziemlich gut. Und das ist echt eine tolle Sache. Es gibt sogar noch einen kleinen netten Nebeneffekt für alle, die ein kleines Konto haben. Ihr kennt diese Daytrading-Rule. Ne? Wenn man ein Konto hat unter 25.000, wenn man da eine bestimmte Anzahl von Trades innerhalb kurzer Zeit macht, dann kann man unter diese Daytrading-Rule fallen und dann wird eben gesagt, okay, du darfst nicht mehr handeln. Das Tolle ist jetzt, bei, zumindest ist das mein aktueller Wissensstand, wenn es anders ist, schreibt mir das unten drunter, dass CFDs nicht darunter fallen. Das heißt also, wer ein kleines Konto hat, kann da auch mal schauen, anstatt so ein ETF zu handeln, ETN zu handeln, eine Aktie zu handeln, kann manchmal so ein CFD nehmen, weil wenn es keinen wirklichen Nachteil gibt, der Nachteil, was ist der Nachteil? Du musst eine Gebühr darauf bezahlen, ne, bei IB. Aber das hättest du ja auf den ETN auch gezahlt. Also deswegen sehe ich das jetzt nicht als Nachteil. Aber das heißt, du kannst da sogar noch diese etwas komische Regel, die die Amerikaner haben, umgehen, indem du ganz einfach hier statt eben des Originalproduktes, was du als Privatanleger ja ohnehin nicht mehr nutzen kannst, dass du das nutzen kannst. So, noch eine dritte Variante. Und zwar, es gibt auch mittlerweile in Deutschland ETFs. Und zwar, ich habe gefunden zwei, die auch auf den VIX sind. Ne? Die also auch auf den VIX sind. Geht einfach mal in irgendeine ETF-Datenbank in Deutschland, Just ETF oder sonst irgendwas, guckt mal nach, schreibt einfach ein Volatilität in die Suchleiste und dann findet ihr auch da zwei
Da findet ihr auch dort zwei solche ähnlich wie der VXX gemacht ist, solche Volatilitäts-ETFs. Die sind, glaube ich, von iShares, also auch von einer großen, von einem soliden Anbieter. Und auch die könnt ihr handeln. Allerdings müsst ihr jetzt schauen, ob euer Broker, zum Beispiel, die könnt ihr wieder meines Wissens nach nicht bei IB handeln oder bei den Brokern, aber bei irgendwo anders seid, dann könnt ihr die handeln. Ihr müsst halt bloß klären, ob ihr die auch leer verkaufen könnt. Ne? Nicht alle Broker in Deutschland erlauben ja das Leerverkaufen. Und das ist natürlich wichtig. Ne? Wir wollen gerade hier, wenn Vola-Spikes da waren, dann wollen wir hier diese oberen tendenziell eher leer verkaufen. Und eben den SVXY, den wollen wir tendenziell, wer ihn handelt, ich mache nicht, aber wer es handeln will, der kann den natürlich gerne auch kaufen. Okay, ich hoffe, das hilft euch jetzt in diesen etwas volatilitätsreicheren Zeiten auch wieder Strategien umzusetzen. Kleiner Spoiler hier an dieser Stelle vorweg. Wir werden nächstes Jahr auch wieder Volatilitätsseminare anbieten, vielleicht auch ein Webinar, aber definitiv Seminare, weil wir haben festgestellt, es gibt ganz viele Leute da draußen, die verkaufen Strategien auf die Volatilität und haben selber überhaupt keine Ahnung davon. Was heißt keine Ahnung davon? Die sagen, ja, das hat in den letzten 10 Jahren so und so viel gebracht, ne? 30-40% pro Jahr. Ja, Bullshit ist das, weil wenn du die irgendwann gehalten hast, zur Eröffnung gleich short gegangen bist, dann hast du diese 40%. Im Falle des XIV im Februar hat man gesehen, zu was das führen kann. Und also zu diesen 0815 simplen Ansätze, die sind meiner Meinung nach sehr, sehr gefährlich. Deswegen muss man dahinter schauen. Man muss verstehen, wie funktionieren diese Produkte? Wie funktioniert eine Terminstrukturkurve? Warum entwickelt sich eben dieser VXX nicht so wie die Volatilität? Ne? Viele denken immer, ah, Vola geht hoch, der geht auch hoch, Vola fällt, VXX fällt. Das stimmt überhaupt nicht. Ne? Da gibt es feine, aber ganz, ganz entscheidende Unterschiede. Und wenn du die nicht kennst, kann das ein extrem teurer Spaß für dich werden. Ne? Und deswegen, wenn dich das Thema interessiert, ab 25. Oktober auf unserer Webseite werden wir auch diese Seminare mit ausweisen. Das ist nicht ganz leichte Kost, das ist jetzt nichts für einen Einsteiger, aber wer sich für das Thema interessiert, ist das richtig cool. Also schaut da mal auf unsere Webseite rein. Okay, das war's für heute. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir das Ganze hier unten rein. Auch Anregungen, wenn ihr sagt, hey, wie kann ich denn diese Strategie umsetzen? Wie kann ich jene Strategie umsetzen? Fragen und so weiter. Freue ich mich immer sehr darauf. Unten in die Kommentare. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Viel Erfolg an den Märkten im Optionshandel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus. Bye, bye.